muss niemand nach Hause bringen. Hey, wir wollten uns heute Abend sowieso treffen. Na dann? Und du musst dich nicht darum sorgen, was er denkt. Das ist es nicht, Tom. Er behandelt mich wie ein Kind. Verstehe. Beschützerinstinkt. Hat viel erlebt. Haben wir wohl alle. Wir müssen über das Klauen von Essen reden. Hey, ich koche es, also sage ich auch, wo es hingeht. Finde Pauli nicht. Dann lernt er morgen vielleicht mal, sich selber Frühstück zu machen. Könntest du anklopfen? Hab leider nur zwei Hände. Sarah, ist das für mich? Ja, aber leider nicht so viel wie letztes Mal. Es reicht. Nonna sagt, du bist ein Engel. Der Don hasst Verschwendung von Essen. Und das? Das muss Tommy sein. Sarah hat von dir erzählt. Hat sie das? Bist ein berühmter Rennfahrer, Tom. Alle reden über dich. Ja, sie hat recht. Tun sie. Jedenfalls, es wird kalt, Juliet. Wir sehen uns in der Kirche. Okay, einen schönen Abend. Nacht. Buona notte, Tommy. Mama, dein Engel Sarah kommt mit mir essen. Das ist nett von dir. Das? Nun, es gibt viele hungrige Leute in der Gegend. Ja. Ist eine schöne Nacht für einen Spaziergang. Geh bitte nicht meinetwegen drauf, Tom. Ich versuche es. Mehr hast du nicht drauf? Hängst dauernd mit dem Ladykiller Sam Trapani rum und dein bester Spruch ist, schöne Nacht für einen Spaziergang? Ist doch so, oder? Ja, stimmt wohl. Blumen für die Dame, Signore? Nee, danke. Ich bekomme keine Blumen? Wenn ich dich ausführen darf und nicht nur für Luigi nach Hause begleite, dann bekommst du Blumen. Könnte passieren, wenn Papst mir die Verabredung nicht verbietet. Er ahnt sowieso was. Luigi? Nee. Die Kerle schleichen schon seit Wochen um mich rum, aber ich hab's dir nicht gesagt, weil ich dich kenne. Ich erwähne es Papst gegenüber einmal und plötzlich wählt er dich als meinen Ritter. Also ja, er weiß es. Wie gesagt, dann hat er kein Problem mit mir. Sonst wärst du nicht hier. Ich weiß, was mit all den anderen passiert ist. Ich hab die Leichen mitversteckt. Ja, also sind wir... Ich wollte dich beschützen, Tommy Angelo, die ganze Zeit. Dann lass uns doch morgen Abend ausgehen. Kino vielleicht. Und du kriegst Blumen. Das klingt gut. Oh! Hallo, Kleines! Bist du uns untreu? Verpiss dich! Sei doch nicht zickig, Püppchen. Dein Freund kann uns zuschauen, was meinst du? Wollt ihr uns hier Ärger machen? Ärger gibt's, seitdem du unser Mädchen geklaut hast, Kumpel. Ihr Nieten, passt lieber auf. Sonst ist hier für euch Endstation. Das ist eure letzte Chance. Wir kennen dich. Wir wissen, für wen du arbeitest. Salieri war vielleicht früher eine große Nummer. Aber das ist lange vorbei. Nur eine Frage der Zeit, bis Morello ihn abserviert. Ich brauche weder Salieri, noch sonst wen. Nicht für das. Hast du das gehört? Dann zeig, was du drauf hast, du Penner. Wo gehst du hin, Süße? Billy hat recht. Du bist ein ziemlicher Feger, hm? Bleib weg von mir! Du solltest dich nicht mit Abfahren abgeben. Stich mir an! Ich will Blut sehen! Los, was? Fass mich an, du bist tot! Du verschwendest deine Zeit mit Versager. Du hast Lady, wie willst du dich
Was glaubt er, wer er ist? Los, wir sind genug, um ihn kaputt zu machen. Was glaubt er, wer er ist? Bleib weg von mir! Hände weg von ihr! Nee, werde ich nicht! Dran. Bist hoffentlich besser als deine Freunde. Ich bin dran. Bist hoffentlich besser als deine Freunde. Du bist eine richtige Wildkatze, hä? Ein Schritt näher und ich kratz dir die Augen aus. Ich bin dran. Bist hoffentlich besser als deine Freunde. Du bist eine richtige Wildkatze. Du hast heute... Ich mag dich wütend, weißt du was? Deswegen bin ich in der Liebe. Du willst mehr? Das hier habe ich drauf, du Bastard! Du hast einen guten rechten Haken, das gebe ich zu. Du blutest. Komme zu mir, ich sehe es mir an. Was ist? Kommst du ran, lässt dich verarzten? Du bittest mich wirklich rein? Keine Almosenschläger. Ich flicke dich nur zusammen. Jetzt setz dich auf die Couch und roll den Ärmel hoch. Ich hol Nadel und Faden. Sieht nicht so schlimm aus. Brauchst du was gegen die Schmerzen? Nein, mir geht's gut. Du musst das nicht machen. Was? Ich weiß, dass es weh tut, Tom. Wenn du mir was vorspielst, kann Pauli dich zusammentackern. Was hast du? Mit Grüßen vom Don. Noch ein. Okay? Dann Zähne zusammenbeißen. Ja, wird schon gehen. Gut. Ich will nämlich nicht, dass sich die nette alte Dame nebenan wegen deines Geschreis beschwert. Mach einfach schnell, ja? Es braucht, solange es braucht. Schludrige Stiche machen hässliche Narben. Ach ja? Pflegst du viele Kerle zusammen? Nur mein Vater. Ma hat es Luigi manchmal schwer gemacht.
Er kann Tellern gut ausweichen. Also hat sie ihm einmal die Stricknadel verpasst. Direkt durch die Hand. Warum? Darum. Sie war eine garstige Trinkerin. So. Nicht perfekt, aber es wird halten. Wenigstens erinnert mich die Narbe an dich. Du bleibst hier. Du stolperst nicht mit Sternen vor den Augen herum. Vor allem nicht, wenn diese Kerle auf dich warten. Ja, okay. Hast du eine extra Decke oder sowas? Nein. Und die Heizung ist aus. So geht's. Das kann ich nicht hinnehmen. Sarah, geht's gut, Boss. Hab mich drum gekümmert. Als sie hier anfing, konnte sie nicht mal über die Theke schauen. Ich habe keine eigene Tochter, Tom. Ich würde alles für Luigis kleines Mädchen tun. Ich auch. Würden wir alle. Stimmt, Boss. Wir würden alles für die beiden tun. Glauben diese Bastarde, das hier wäre der Luna Park oder sowas? Ich reiß sie eigenhändig in Stücke. Schutz ist unser Geschäft. Aber wer zahlt schon, wenn er hört, dass wir nicht mal unsere eigenen Leute auf dem Heimweg beschützen können? Also, was sollen wir tun? Verpasst ihnen eine Lektion. Brecht ihnen jeden einzelnen Knochen. Macht sie zu Rollstuhlfahrern. Richtet ihre Visagen so schlimm zu, dass ihre Mütter schreien, wenn sie sie sehen. Wo stecken die Kerle? Ein Informant sagt, wir sollten in Chinatown suchen. Dann weiß Big Biff was. Tommy? Geh zu Vinny, hol ein paar Sachen. Wir treffen uns bei Biff. Ja, okay. Lass diese Ratten auf der Straße liegen. Ich will, dass jeder weiß, was wir mit tollwütigen Hunden in unserem Viertel machen. Geht klar, Boss. Ein paar dieser Bastarde könnten noch in der Gegend sein. Ich sehe mich um. Schau, dass sie weg sind, wenn du bei Biff bist. Gute Jagd. Dir auch. Okay, wir treffen uns in Chinatown, wenn du mit Vinny fertig bist. Klar, schlagen wir ein paar Schädel ein. Wo ist der Respekt in dieser Stadt, Frank? Kerle rufen Sarah auf der Straße hinterher. Von Corleone kommt kein Geld mehr. Moreno schnappt sich mal. Wäre ich jünger, würden diese Männer unter der Brücke treiben. Kehlen durchgeschnitten, Fischfutter. Wir bringen ihnen Respekt bei. Keine Sorge. Bei dir mache ich mir nie Sorgen. Aber sag Sarah nichts. Das geht sie nichts an. Nicht mehr. Willst du was essen, Tom? Nee, der Don hat Arbeit außerhalb der Stadt für mich. Keine Sorge. Ich stell's warm für dich. Hey, brauchst du ein paar Eisen, Tom? Nee, ich bin schon versorgt. Polly und ich müssen ein paar Kerle ordentlich verprügeln. Ich will sowas nicht rausholen. Wir brauchen nur was zum Vermöbeln. Sam hat eine Lagerhalle von einem Typen durchsucht. Nicht von Babe Ruth persönlich, sagte der Typ. Ist Blödsinn, aber... Für sowas reicht's. Sie werden keine Zeit für Fragen haben. Nein, werden Sie nicht. Danke, Vinny.
Now, a news report on the rising crime figures and the reaction from the governor's mansion. The numbers state in black and white that crime is on the rise all over the state. Many commentators are blaming the rise in criminality, thievery, racketeering, and other gangsterism on the economic downturn and resulting social deprivation. In the greater Lost Heaven area last year, there was a sharp increase in the number of gang-related incidents, and the chief of police was moved to create a gang task force, known informally as... bulletin later. Now, I believe, we have some more musical numbers. Zeit. Los, ich bin patschnass. Keine Ahnung, warum Biff in so einem Drecksloch wohnt. Lass ihn. Er ist verliebt. Nee. Gelbfieber von den Shanghai-Filmchen, die wir geklaut haben. Ich mag sie jedenfalls. Dein Problem, Tommy. Du bist immer butterweich bei den Ladies. Biff, alter Fettsack. Wie geht's dir? Schwindmau, Lutin, du zahlst uns die Tien. Dann die Sonne so jau getien, beißt euch schon. Puppe, gut dich zu sehen. Ruf sie zurück, Biff. Geschäftliches. Geh hoch, bitte. Mujunge Feitai. Also, was gibt's? Wir brauchen Infos. Ein paar Spaßvögel machen Ärger. Haben sich mit Luigis Tochter angelegt. Spaßvögel gibt es viele. Weiter? Eine der Ratten heißt Billy, hängt mit einer Dumpfbacke und einem haarlosen Schläger rum. Okay, kenne ich. Haben sich in der alten Werkstatt einen Block weiter eingenistet. Handeln manchmal mit Teilen, Kleinkram. Und genau deswegen bin ich hier, Biff. Du bist gut mit Kleinkram. Hinterausgang über die Straße. Ihr findet sie dort. Danke. Man sieht sich. Hey, Polly. Wegen der Kohle... Entspann dich, ich warte noch auf meinen Kumpel. Nächste Woche einfach abwarten. Was war das da eben? Haben du und Biff was am Laufen? Ich kenne jemand mit einer Lieferung Anzüge. Top Dinger, mexikanische. Du bekommst Anzüge aus Mexiko? Nein, du Idiot. Die Anzüge stammen aus einem Lager im Zentrum. Der Schneider stammt aus Mexiko. Jetzt lebt er in Holbrook. Weiß der Don davon? Ja, ja, er bekommt seinen Anteil. Da hört's für dich. Ich hab nichts gehört. Erkennst du die Dreckskerle wieder? Ja. Selbst wenn nicht, müssen wir nur die einzigen Kerle in Chinatown finden, die aussehen wie wir. Da ist es.
Das Ganze läuft so. Ich gehe rein und teile aus. Du machst dasselbe. Kein Geballer. Hat dich das viel Grips gekostet? Nein, wir machen das oft so. Ich glaube, wir müssen zur Seite rein. Beste Hintern, den ich je gesehen habe. Oh, oh. Billy, das ist der Kerl von neulich. Wir müssen weg. Schnappt ihn euch! Jungs, kommt da. Raus! Seid ihr! Ja, komm schon! Salam! Umlegt ihr euch nicht mit uns!
schon nicht runter! Komm, wir müssen hier weg! Scheiße, wir müssen zum Wagen, Tom! Hau ab! Los, wir müssen dranbleiben! Lade nach! Vorsicht, Tom! Die Straße schwimmt! Keine Sorge, ich hab's im Griff. Es war wohl der letzte von ihnen. Da nässt sich wohl jemand richtig ein. Man kann's förmlich hinten aus dem Auspuff tropfen sehen. Wir werden bereuen, Sarah jemals belästigt zu haben, was? Sie könnten abbauen. Wir haben dich noch nie fahren sehen. Dämlicher Bastard hat sich selbst zerlegt. Okay, davon erholen Sie sich nicht mehr. In alle, Tom. Nein. Nein, nein, warte. Bitte. Bitte, ich will nicht sterben. Mann, Tom. Kein Mitleid für diese Tiere. Der Kerl würde dich doch auch ausknipsen. Du musst sofort abdrücken. Leer. Aber der ist ja sowieso schon platt. Hm? Mein Gott, Tom. Reiß dich zusammen. Du weißt, was die mit Sarah machen wollten. Ja. Dachte nur... Ey, lass uns hier verschwinden, bevor die Cops kommen, ja? Kleine Straße. Ich kann mir das bald nicht mehr leisten. Nur Glück. Ich gebe dir die Chance für eine Revanche. Machen Sie mit, Boss? Es geht ums Geschäft, Pauli. Jetzt machen wir mit. Einer unserer Männer beim Leichenbeschauer hat das geschickt. Die Leiche heißt Ghilotti. Erkennt ihr ihn? Klar. Eine der Ratten, die wir weggejagt haben. Wie kommt die Kugel in seinen Kopf? Ja, haben ihn gekillt. Die Cops sollten dankbar dafür sein. Der Kerl war ein Vergewaltiger. Ja? Nun, er war auch der Sohn eines Stadtrats.
Wenn ihr Politiker in Morellos Arme treiben wollt, geht das am einfachsten über tote Verwandte. Oh Gott. Es wird besser. Der andere Kerl im Wrack? Ja, der war tot, als wir ankamen. War das etwa der Neffe des Präsidenten? Zwei in den Kopf, Pauli. Du solltest deine Arbeit richtig machen. Er hat's geschafft? Ja. Eine Woche in St. Mary's, aber er ist durchgekommen. Wird er einen von euch wiedererkennen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Okay. Gut. Wir erledigen zwei Fliegen mit einer Klatsche. Gilottis Beerdigung ist heute in St. Michael's. Sam, du bist auch dabei. Du sitzt hinten und hältst nach dem Glückspilz Ausschau. Wie erkenne ich ihn? Er hat sich gerade aus einem Autowrack gerettet. Gebrochener Arm. Schau nach einer Schlinge. Sam wird etwas Ablenkung brauchen, wenn er die Sauerei aufwischt. Tommy soll seinen Pinsel eintauchen? Ein Bordell? Ein Herrenclub, die Straße runter von St. Michael's. Der Don hat im Laufe der Jahre viel Geld dort investiert. Schick mich und Sam. Dennoch hat sich der Besitzer plötzlich entschieden, lieber mit Morello Geschäfte zu machen. Soll ich ihn an seine Verpflichtungen erinnern? Ja. Und dann jagt den Laden in die Luft. Was? Wenn Morello unsere Kunden haben will, hinterlassen wir Krater. Pass auf, Tom. Die Damen dort kennen Pauli und Sam schon viel zu lange. Sie kämen nicht mal durch die Tür, aber du gehst einfach rein. Okay. Was ist mit dem Manager? Kümmer dich vor Ort um ihn. Sollte eine Hure was sehen, dann ist sie gewarnt. Sobald er erledigt ist, gehst du rauf in sein Büro. Kauf dir alles an Dokumenten und Geld und dann platzierst du den Sprengstoff. Vincenzo besorgt dir alles, was du brauchst. Und die Explosion ist groß genug für eine Ablenkung? Ja, aber sei schlau. Schieß nur dann, wenn du absolut sicher bist. Tommy, da ist noch was. Eins der Mädchen informiert Morello über unsere Operationen. Bevor du den Laden hochjagst, musst du dich auch um sie kümmern. Tommy soll eine Braut umlegen? Mann, Frank. Das ist einfach Pech, dass Tom das machen muss. Aber wir müssen die Familie beschützen. Sie heißt Michelle. Sie arbeitet in einem der oberen Räume. Ihr Bild ist im Ordner. Haben alle alles verstanden? Ja. Tom! Geht klar, Boss. Dann erledige das. Los, gehen wir. Schon gehört? Heute beerdigen sie den jungen Gilotti. Ja, den verbuddeln sie besser tief. Beim Kartenspiel verloren? Ausgeknipst haben, stehen sowas in der Art. Darum. Hab gehört, du interessierst dich für knallige Sachen. Drück die Mädels von Onkel Vin, ja? Nicht heute, Vinny. Weißt du noch, als das Hotel kommt? Steig ein. Wir müssen reden. Warte mal kurz. Ich muss dir noch was sagen. Wegen dem Mädchen. Michelle? Ja. Du musst sie nicht ausknipsen. Lass sie nur verschwinden. Kennst du sie? Ja. Ich war ein paar Mal bei ihr. Sie ist in Ordnung, Tom. Nur nicht so helle. Sie hat es nicht verdient, umgelegt zu werden, nur weil sie mir gern zuhört. Wird sie die Stadt verlassen? Wenn sie kapiert, was hier sonst blüht, ja, sie wird gehen.
Hier sind 100. Gib sie ihr. Sie soll gehen, weit weg. Okay, Sam. Ich versuche es. Das ist alles. Dann mal los. Michelle, die von der Rennstrecke, oder? Tom, wir werden nie mehr von ihr sprechen. Nie mehr. Ich habe dir alles gesagt und du hast zugehört. Und dabei belassen wir es. Okay. Behalte einen kühlen Kopf im Hotel. Finde die richtige Stelle und verhalte dich unauffällig. Der Manager hält sich für unantastbar. Du kannst einfach zu ihm gehen. Muss ich sonst noch was wissen? Nee, trödel nicht rum. Ghilotti ist jung gestorben. Es kann also nicht viel zu sagen geben. Wenn die Bombe hochgeht, lege ich los. Okay. Verkehrte Welt. Du baust Scheiße und darfst in den Puff. Und ich darf auf einer Beerdigung für dich aufräumen. Wo ist da die Gerechtigkeit? Ich sehe da nur Arbeit. Wie professionell. Bring es diesmal einfach zu Ende, ja? War schon lange nicht mehr in der Kirche. Werden immer noch die gleichen Lieder trällern. Letztes Mal schon. Die gleichen Lieder aus Kindertagen. Ja, du wirkst nicht besonders gläubig. Wegen der Beerdigungen, Tom. Es wollen alle immer das Gleiche. Auf die Familie zielen und abdrücken. Irgendwann gab es so viele Beerdigungen, dass ich nicht mehr hingegangen bin. Sie sind verdammt langweilig. Schade eigentlich. Bist jedenfalls immer passend dafür angezogen. Sehr witzig, Tom. Schreib dir den auf. Danke. Mach ich. Hochzeiten wiederum sind weniger langweilig. Da würde ich hingehen. Arbeitest du daran? Schätze schon. Gut. Pauli kriegt es sowieso nicht hin. An dem würden die Bräute selbst nach einem Bad in Klebstoff nicht hängen bleiben. Er wird eine finden. Tom, seine eigene Mutter hat es aufgegeben. Und du solltest es auch tun. Wir sind da. Ich richte der Familie dein Beileid aus. Viel Glück. Dir auch. Du benimmst dich da drin, okay? Hallo, Hübscher. Interesse an Drinks? Oder Mädchen? Oder beidem? Ein Mädchen. Und ich muss mit dem Manager reden. Ein Mädchen kann ich dir besorgen. Komm, such dir eins aus. Und ihr könnt euch oben besser kennenlernen. Sag, wenn du so. Ein Zimmer kriegst du nur mit einem Kerl. Okay. Du kennst die Regeln, Dottie. Kann ich helfen? Muss mit dem Manager sprechen. Einer unserer neuen Partner? Er ist in der Lounge, durch die Bar, nicht zu verfehlen.
Downtown 1702. Ist ihm egal. Er will, dass du herkommst. Stirbt er? Dann ist es egal, du musst herkommen. Lass ihn bei der Nachbarin, wenn's nötig ist. Das kann ich nicht. Du bist sein bestes Mädchen und er sagt, er braucht dich hier für die neuen Jungs, die ihn beschützen. Egal, wie krank dein Sohn ist, du musst herkommen und arbeiten. Bitte, halt mir irgendwie den Rücken frei. Hör mal zu, wenn du zurück an die Ecke 6. und Maple willst, dann bitte. Du hast mir erzählt, wie es da war. Pelzmantel und Autos anblinzeln, wenn du knöcheltief im Schnee stehst und deine Beine in Wind und Kälte nicht mehr spüren kannst. Ich tu dir einen Gefallen. Dein Junge wird sich erholen, aber an der Straßenecke hilfst du ihm nicht. Lass ihn bei der Nachbarin. Mach schnell und bete, dass er nicht schnallt, dass du spät dran bist. Ich pass auf, aber nicht ewig. Deine Entscheidung. Bis dann. Guten Tag, Sir. Kennen Sie eine Michelle? Ich kenne nur die Mädchen hinter Ihnen, Sir. Das sind die einzigen, die verfügbar sind. Genau mein Fall. Ich muss mit Michelle reden. Du kannst nur die Mädchen haben, die hier sind. Such dir eins aus und mach keinen Ärger. Warum kaufst du mir nicht einen Drake? Weil ich eine andere Lady suche. Kennst du Michelle? Sag mir nichts, Baby. Ich bin neu hier. Komm schon, Schätzchen. Wie soll ich ohne dich meine Miete zahlen? Du bist ziemlich nervös. Aber ich kann dich an die Hand nehmen. Ich suche Michelle. Kennst du sie? Ja, sie ist hier die Beliebte. Mach einen Termin bei dem Typen an der Rezeption. Auf Michelle muss man warten. Wir können uns auch einfach nur unterhalten, wenn du sonst nichts willst, Schätzchen. Was immer du möchtest. So behandelst du Frauen? Würdest du so deine Mutter behandeln? Nein, bitte! Tja, ein Stecken ist nicht deine Stärke, oder? Tut mir leid! Was machst du? Du darfst hier nicht rein. Komm her und
Hol's dir! Große Typen wie du können sich nicht verstecken. Das ist unser Revier. Los! Michelle? Was willst du? Heißt einer deiner Stammkunden Sam? Vielleicht. Viele Kerle heißen Sam. Du kennst ihn. Arbeitet für Don Salieri. Vielleicht hat er dann und wann Geschäftliches ausgeplaudert. Und vielleicht hat dir Don Morello Geld für Informationen gegeben. Nein, Sam vertraut mir. Ich sage nichts, das weiß Nun, der Don verliert viel Geld, weil jemand die Klappe nicht halten kann. Ich habe nur mit ein paar von Morellos Mädchen getratscht. Es war keine Absicht. Entschuldigung, ich werde nie mehr etwas ausplaudern. Ich weiß. Entschuldigung. Tut mir so leid. Du hast Angst, ne? Gut. Vergiss nie, wie sich das anfühlt, solche Angst zu haben. Nur einen Schritt vom Abgrund entfernt zu sein. Denn wenn du dich je wieder in dieser Stadt blicken lässt, finden sie dich mit zwei Kugeln im Kopf. Hast du das kapiert? Du hast Glück, Sam hat ein großes Herz. Zieh dich an und hau ab, der Laden geht gleich hoch. Danke. Komm nie zurück und wir sind quitt. Freundschaft zwischen dem Corleone und der Morello-Familie wird lange und fruchtbar sein. Kann ich Ihnen helfen? Sie sind der Manager? Beste Grüße von Don Salieri.
Kommt, hat jemand das Tor zur Hölle geöffnet? Du weißt es ja doch, Peter! Thank you.
sofort hierher!
Gott. Jeden Mann auf der Jagd nach dem Kerl. Holt ihn von dort oben runter.
keinen Kontakt mit den Jungs auf dem Dach. Wir haben ihn verloren. So tief wir auch fallen, im Tode können wir Erlösung finden. William, hier war ein Sünder, ja. Aber er war auch ein liebender Sohn. Ein beschützender Bruder, ein loyaler Freund. Und deshalb beten wir, dass seine Seele Erlösung findet. Und jetzt möchte einer von Billys engsten und teuersten Freunden ein paar Worte sprechen. Vielen Dank, Vater. Ich wollte meinen Respekt erweisen. Billy, ich habe dir das nie gesagt, aber du warst wie ein Bruder. Du hast mir so auf den Arsch gerettet, als ich übel aussah. Ich weiß nicht, wie ich... Was? Moment. Was machen Sie da? Das ist er. Der Kerl hat Billy umgelegt! Bitte, hör auf! Was hat Billy angerichtet? Komm sofort hierher! Diese Stadt! Thank you.
Gangster! Wo ist deine Ehre? Glaubst du, mir macht das Spaß? Was haben Sie getan? Mord im Hause Gottes! Das waren Kriminelle, Vater. Diebe. Vergewaltiger. Mörder. Gott hätte sie aufgenommen, hätten sie um Vergebung gebeten. Welcher dieser Männer hätte Erlösung durch Arbeit mit Bedürftigen gefunden? Welcher auch nur ein Leben gerettet? Keiner von uns, Vater. Du Bastard. Wenn du Beichte ablegen willst, mach das besser schnell. Bitte kein Blutvergießen mehr. Tut mir leid, Vater. Verstehen Sie es als göttliche Vergeltung. Sind wir jetzt quitt? Klar. Fürs Erste. Für Ihre Mühen, Vater. Ich will dein Blutgeld nicht. Ihres wollten Sie. Macht für mich keinen großen Unterschied. Das sollte reichen, um die Einschusslöcher zu stopfen und Sie ruhig zu stellen. Wenn die Cops kommen, sagen Sie denen, dass die Schützen einen Ostküstenakzent hatten. Nicht aus der Stadt. Ja? Ich werde nicht lügen. Ich werde gar nichts sagen. Gut. Wäre traurig, wenn wir zurückkommen müssten. Und wo zur Hölle warst du? Kaum war ich in der Kirche, haben sie mich erkannt. Sind mir gleich rausgefolgt. Wo sind sie jetzt? Gleicher Ort wie die ganzen Typen. Lass uns abhauen. Hier ist ein Verbandskasten. Umstellt die Kirche von allen Seiten. Lasst ihn nicht raus. Leichenwagen los! Ist das verwerflich? Ich muss an Räder, oder? Klar, wir können weitersuchen, aber die Kopf sind überall. Er ist tot. Die nehmt ihr schon Ende. Nehmt ihn in die Zange. Okay, das lief heute nicht wie erwartet. Fahr einfach. Oder wir fahren bald hinten mit.
was auch immer im Puff passiert ist. Die Cops sind sauer. Ja, Riesensauerei. Aber alles ist erledigt. Alles? Ja, alles. Geben die bald auf? Ich glaube nicht. Die müssen alle Cops der Stadt gerufen haben. Los, Tommy, schüttel sie ab! Ich versuch's! Und wo zur Hölle warst du? Kaum war ich in der Kirche, haben sie mich erkannt. Sind mir gleich rausgefolgt. Wo sind sie jetzt? Gleicher Ort wie die ganzen Typen. Lass uns abhauen. Da! Schnappt ihn euch! Der Rest von ihnen kommt! Umstellt die Kirche von allen Seiten. Lasst ihn nicht raus. Kommen immer in den Leichtwagen los. Ist das dein Ernst? Hat Räder, oder? Klar, wir können weitersuchen. Aber die Kopf sind überall. Nicht wie erwartet. Fahr einfach oder wir fahren bald hinten mit. Was auch immer im Puff passiert ist, die Cops sind sauer. Ja, Riesensauerei. Aber alles ist erledigt. Alles? Ja, alles. Geben die bald auf? Ich glaube nicht. Die müssen alle Cops der Stadt gerufen haben. Tut weiter, er taucht schon wieder auf. Los, Tommy, schüttel sie ab! Ich versuch's!
zurück zur Patrouille. Okay, wir sind sie los. Heute werde ich aus dem Gedächtnis streichen. Wem sagst du das? Wir müssen zurück zur Bar und abtauchen. Für ein paar Wochen, so wie das gelaufen ist. Ah, der Priester hält die Schnauze, keine Sorge. Morello hat was abgekriegt und ihr müsst euch um Ghilottis Sohn keine Gedanken mehr machen. Dem Boss wird's gefallen. Danke. Du hättest genau dasselbe für mich gemacht. Ich weiß. Aber wenn man so nah dran ist, draufzugehen, das ist schon was anderes. Das brauchst du mir nicht erzählen. Denk einfach nicht drüber nach. Das ist mein bester Rat an dich. Denk am besten über gar nichts nach. Himmel, Herrgott, Tommy. Sie gestehen gerade eine Schießerei in einer Kirche. Und das war erst der Anfang. Sie wissen, dass ich Sie sofort einbuchten lassen könnte, bis Sie alt und grau sind. Vielleicht, wenn Sie denken, dass Sie damit durchkommen. Aber dann wüssten Sie nichts über Morello. Hallo. Tut mir leid fürs Warten. Schichtwechsel. Was darf sein? Zweimal den Mittagstisch, bitte. Und mehr Kaffee. Wissen Sie was? Bringen Sie eine ganze Kanne. Okay, bis hierhin haben wir es geschafft. Gab es Probleme nach der Sache in der Kirche? Das ist das Seltsame. Es ist nichts passiert. Salieri muss jemanden geschmiert haben, denn es tauchte nicht mal in der Zeitung auf. Wir mussten nur 7, 8 Monate warten. Die Korps waren ständig in der Bar. Sie hatten uns im Visier. Und Frank hörte, dass Morello bei der Wiederwahl von Ghilotti mithalf, damit der sich um den Don kümmert. Wir bekamen ein paar Geschäftsbücher aus Morellos Büro in die Finger. 1933 lief gut für ihn. Der Penner wusste vor uns, dass wir am Arsch waren. Während wir die Köpfe eingezogen hatten, widmete er sich unseren Geschäften. Erst ganz leise, ein paar Trucks verschwinden. Ein Spitzenverdiener hat zu viele Highballs, rast von der Brücke. Einer unserer Stammabnehmer schließt den Laden und zieht weg. Und euch ist nichts aufgefallen? Mir nicht. Pauli roch vielleicht Lunte. Aber sogar mit den Cops im Nacken und einem lauernden Morello machten wir noch genug Geld. Da sich der Don Sorgen wegen der Cops machte, hatten wir nicht viel zu tun, außer trinken und Spaß haben. Und jedes Mal, wenn ich zu Salieri ging, war das Sarah. Es war ein gutes Jahr. Bis Frank... Coletti. Der Konziliere des Don. Ja, genau der. Hat mir den Kopf gewaschen. Hat uns allen den Kopf gewaschen. Die Leute in der Stadt reden eine Menge über euch. Ja, es gab etwas Ärger letzte Nacht. Keine große Sache. Die Prügelei in der Bar ist mir egal. Aber wie sieht das aus, wenn du da reinkommst und allen einen ausgibst? Oh, Geld will ausgegeben werden. Dann geh am Sonntag wetten. Oder führ ein Mädchen aus. Oder leg es an, verdammt. Willst du, dass ich ein Börsenschnösel werde? Werd nicht dreist, Tommy. Ich will dir was beibringen, damit du dir nicht ins Knie schießt. Hattest du mal einen Hund? Klar. Einen kleinen Köter als Kind. Mit 8 oder 9, bevor ich aus Sizilien rüberkam, hatte ich diese schöne Cerneco dell'Etna. Wie ein kleiner Windhund. Schnellster Hund überhaupt. So traf ich den Don. Wir veranstalteten Rennen zusammen, setzten Münzen und Patronen auf sie. Kein Hund konnte ihr das Wasser reichen. Hat nie verloren. Nur ein einziges Mal. Haben nur ein Taschenmesser verloren, aber ich habe den Don noch nie so wütend gesehen. Ist sie alt geworden? Nein. Trächtig. Sie war läufig, riss aus dem Garten aus. Und jeder Köter in der Stadt durfte ran.
Du bist wie sie, Tommy. Jedes Mal, wenn du mit Geld potzt, bist du wie eine läufige Hündin und jeder in der Bar will es dir besorgen. Und wenn das passiert, brauchen wir dich nicht mehr. Verstehst du das? War ziemlich deutlich. Gut. Denn du musst an deine Karriere denken. Schau, Pauli kommt nicht weiter. Er ist der Richtige für Raufereien, aber er ist zu dumm, um etwas zu leiten. Sam ist loyal, aber er hat keine Vision. Aber du, Tommy, du kannst diese Stadt mal haben. Na, ich weiß das zu schätzen, Frank. Und was war mit dem Hund? Der Don wollte sie ersäufen. Hab ihm die Nase gebrochen. Du kannst mich hier rauslassen. Grüß Sarah von mir, Tommy. Damals lief alles über Frank. Die Pläne, der Auftrag, das Geld. Der Anruf konnte jederzeit kommen. Ah, Tommy. Frank sagt, du sollst hinten in der Werkstatt warten. Du hast wohl Arbeit. Danke, Luigi. Sarah kocht gerade. Sie bringt Essen vorbei. Bei dem Regen? Ein gutes Mädchen. Wir sehen uns morgen, Luigi.